Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1. Und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um. Also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Wir schreiben diese Formel in eine einfachere Form. Wenn j 0 ist, so ist der erste Term dieser Summe q hoch 0. Q hoch 0. Wenn j 1 ist, so ist der Term q hoch 1. Q hoch 1. Wenn j 2 ist, ist der Term q hoch 2. Q hoch 2. Und immer so weiter bis zum letzten Term, wo j n minus 1 ist. Der Term ist dann q hoch n minus 1. So, wir werden diese Formel per vollständige Induktion beweisen. Also beweisen wir sie zuerst, wenn n 1 ist. Wenn n 1 ist, dann geht die Summe von 0 bis 1 minus 1, also von 0 bis 0. Das heißt, die Summe reduziert sich dann auf den ersten Term, q hoch 0, und das ist 1. Und rechts haben wir 1 minus q hoch 1 geteilt durch 1 minus q. Die Formel für n gleich 1 stimmt also dann und genau dann, wenn 1 gleich 1 ist. Und das ist ja offensichtlich. Also ist diese Formel bewiesen für n gleich 1. Jetzt nehmen wir an, dass die Formel stimmt für n gleich k. Das heißt, wir schreiben diese Formel ab, indem wir n da und da durch k ersetzen. Das ist unsere Induktionshypothese. Und anhand dieser Annahme werden wir beweisen, dass diese Formel stimmen muss, auch für n gleich k plus 1. Wir schreiben also diese Summe, wo n durch k plus 1 ersetzt wird. Und möchten beweisen, dass diese Summe gleich zu diesem Bruch ist, indem wir dieses n durch k plus 1 ersetzen. Wir brauchen also nur noch zu beweisen, dass diese Summe gleich zu diesem Bruch ist. Und dazu betrachten wir die Summe als Summe von dieser Summe bis dahin plus den letzten Term. Weil diese Summe ist durch unsere Induktionsannahme genau gleich zu diesem Bruch. Also können wir diese Summe durch den Bruch ersetzen und schreiben hintendran noch diesen Term. Q hoch k plus 1 minus 1, das heißt Q hoch k. Wir setzen Q hoch k auf 1
und machen diese zwei Brüche dann gleichnamig, indem wir den zweiten im Zähler und im Nenner mit 1 minus q multiplizieren. So erhalten wir diesen Bruch. Wir verteilen hier noch q hoch k auf diese Klammer. Dann ergibt das 1 minus q hoch k plus q hoch k minus q hoch k plus 1. Diese beiden Terme verschwinden, denn q hoch k minus q hoch k, das macht 0. Und letztendlich bleibt dieser Bruch übrig. Es ist genau der Bruch, den wir finden wollten, was den Beweis dieser Formel abschließt.